In diesem Video soll es um die Punktprobe gehen. Das heißt, als Punktprobe bezeichnet man das Überprüfen, ob ein bestimmter Punkt auf einer Geraden liegt, beziehungsweise die Gerade durch diesen Punkt geht. Wir haben hier jetzt zum Beispiel schon eine Gerade aufgestellt. Die besteht aus dem Stützvektor 1, minus 3, 2 und dem Ortsvektor 2, 5, 1. Und jetzt wollen wir prüfen, liegt dieses P 1, minus 1, 2 auf dieser Geraden. Wie machen wir das? Wir setzen den Ortsvektor zu unserem Punkt P in x ein hier, also in unsere Gerade ein, weil wenn Punkt P auf der Geraden liegt, dann muss der Ortsvektor von P eine Linearkombination aus Ortsvektor und Richtungsvektor sein. Machen wir das mal, dann haben wir 1 minus 1, 2 ist gleich dem Stützvektor 1 minus 3 minus 2 plus t mal 2, 5, 1. Das schreiben wir uns um in ein Gleichungssystem, dann haben wir die erste Gleichung ist 1 gleich 1 plus 2t. Die zweite ist minus 1 gleich minus 3 plus 5t. Und die dritte Gleichung ist 2 gleich minus 2 plus t. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, erhalten wir hier für die erste Gleichung t gleich 0. Für die zweite Gleichung erhalten wir t gleich 2 Fünftel und für die dritte Gleichung erhalten wir t gleich 4. Das ist ein Widerspruch, t ist nicht eindeutig und somit liegt Punkt P nicht auf dieser Geraden. Nehmen wir uns einen weiteren Punkt, nehmen wir uns Punkt Q, 5, 7, 0 und schauen, ob der auf unserer Geraden liegt. Also setzen wir ein, 5, 7, 0 ist gleich 1 minus 3 minus 2 plus t 2, 5, 1. Schreiben das wieder um in ein Gleichungssystem. Die erste Gleichung ist dann 5 gleich 1 plus 2t. Die zweite Gleichung ist 7 minus 3 plus 5t. Und die dritte Gleichung ergibt 0 gleich minus 2 plus t. Wenn wir die erste Gleichung zusammenfassen, ergibt sich hier für t, für t gleich 2. Nun, wir sehen, 1 auf die andere Seite ist 4 und 4 durch 2 ist 2. Für die zweite Gleichung haben wir hier auch plus 3 auf die andere Seite, haben wir hier 10 durch 5 ist t gleich 2. Und die dritte Gleichung, auch hier die 2 auf die andere Seite, also t gleich 2. Hier ergibt sich eine eindeutige Lösung für t und daraus folgt P oder Q liegt auf G.